Heinz Günthert, Sie sind neuer Fed Cup Coach. Nebenbei sind Sie noch Experte beim Schweizer Fernsehen und Berater bei Swiss Tennis. Wie schaffen Sie es, alle diese Aufgaben unter einen Hut zu bringen? Ja, glücklicherweise gibt es keine Überschneidungen von den Daten her, vor allem vom Fernsehen her. Aber wenn man jetzt Beratungsfunktion für Swiss Tennis anschaut und Fed Cup Captain, das hat schon eine gewisse Verwandtschaft und von daher lässt sich das sehr gut kombinieren. Können Sie vielleicht schnell erklären, wie es zu dem gekommen ist, also wenn da die ersten Gespräche stattgefunden haben? Es ist nach dem Fed Cup in Freiburg ist das gewesen. Und zwar ist es so, dass Christian Schollis eigentlich zu wenig Zeit hatte, den Job auch entsprechend auszufüllen. Weil man sollte ja die Spielerin nicht nur am Fed Cup sehen, sondern auch zwischen denen. Und da hat sich natürlich meine Person angeboten, da ich ja sehr oft in Biel bin und mit einigen von ihnen sowieso schon trainiere, bin ich eigentlich quasi eine automatische Wahl gewesen, von dort her. Jetzt, Sie haben in der Vergangenheit oft mit Frauen zusammengearbeitet. Jetzt übernehmen Sie das Fed Cup Team, auch ein Frauenteam. Ist das ein Zufall? Ja, höchstwahrscheinlich kommt es daher, dass ich mit der Steffi Graf 8 Jahre trainiert habe und ein bisschen mehr am Horizont von Frauen bin als Männer, dass mich öfter Frauen anfragen. Aber in Biel ist es durchaus so, dass ich auch mit Männern trainiere. Sie würden nicht sagen, dass Sie ein besonders guter Frauenversteher sind? Also könnten höchstens Frauen beurteilen, aber ich gebe mir Mühe. Sie haben es gesagt, Sie haben mit der Steffi Graf zusammengearbeitet, aber Sie haben auch immer wieder mit Spielerinnen gearbeitet, die sagen wir, einen schwereren Charakter hatten, Beispiel Jennifer Capriati, Jelena Dokic. Ist das auch eine Herausforderung, die Sie jeweils gesucht haben? Nein, das sucht man nicht so, aber es ist sehr oft so, dass nicht die ausgleichendsten Persönlichkeiten auch wirklich gut wären in einer Sportart. Und wenn man solche Persönlichkeiten dann coacht, dann ist das quasi Teil des Jobs. Das ist eben nicht einfach dann von 0815 Arbeit, sondern man muss sich da irgendwie zurechtfinden in dem organisierten Chaos, das sie erzeugen. Aber sie funktionieren so und dann muss man halt versuchen, dass man eben auch funktioniert. Jetzt, die Schweizerinnen stehen eigentlich schon seit ein paar Jahren im Schatten von den Herren. Jetzt, wo Patty Schneider zurückgetreten ist, fehlt eigentlich wirklich eine Topspielerin. Timea ist immer wieder verletzt. Bei der Steffi geht es ein bisschen auf und ab. Wie würden Sie die aktuelle Situation einschätzen? Wir haben ein sehr, sehr ausgeglichenes Team. Es gibt ja noch Romina Brandi, die leider eben auch verletzt ist. Also wir haben von dieser Seite her sehr viel Pech. Aber wir sind ein Team ohne grossen Superstar momentan. Vielleicht wird noch etwas aus diesen Mädchen in dieser Richtung. Aber momentan sind wir ein Team, das sehr gut besetzt ist auf allen Positionen. Und eigentlich gegen jedes Team kann bestehen, wenn die Mädchen eine Top-Leistung bringen. Wie die wir haben, können wirklich mit allen mitspielen. Das sind nicht irgendwelche Novizen auf der WTA-Tour, sondern sie sind eigentlich gestandene Leute. Ich hoffe, dass sie sich auch noch weiterentwickeln, weil sie noch relativ jung ist. Das ist ein junges Team und mit der Belinda hinterher sowieso, dass sich das Team noch verbessern kann. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir mal irgendwann können um den Titel mitspielen können. Sie haben Belinda Bencic angesprochen, sie ist erst 15, aber jetzt auch schon zum zweiten Mal dabei. Wie schätzen Sie Ihre Perspektive ein? Sie kennen sie jetzt auch schon relativ lange. Ja, sie ist enorm reif für ihr Alter, was das Verständnis des Tennisspielers anbetrifft. Also ihre Schlagwahl, wie sie das Spiel liest, wie sie dort antizipiert, ist enorm für jemanden, der 15 ist. Selbstverständlich hat sie auf der athletischen Seite noch gewisse Defizite, die sie noch aufholen muss. Aber die Hoffnung ist, dass das relativ schnell passiert, dass sie nicht nur einfach dann jung ist, sondern unter Umständen auch in späteren Jahren zu einer Teamleaderin kann werden. Sie wird eigentlich schon relativ lang immer mit der Martina Hingis verglichen, nicht zuletzt, weil sie natürlich mit ihrer Mutter trainiert. Kann so ein Vergleich auch irgendwo durch schädlich sein? Das kann schon so sein, ja. Das hängt sehr stark von der Person ab. Und ob sie das als Belastung empfindet oder fast als eher, das muss man sie fragen. Noch letzte Frage, nochmal schnell zurück zum aktuellen Geschehen. Weißrussland ist ohne die Viktoria Azarenka dort Weltnummer 1. Hat das in der Vorbereitung irgendetwas geändert? Nein, für uns, was die Vorbereitung betrifft, hat da gar nichts geändert. Selbstverständlich ist die Ausgangslage nicht mehr ganz die gleiche, wie wenn das Renka gespielt hat und sie in Topform kommt, dann bucht sie quasi ihre 2 Punkte fast auf sicher im Einzel. Und dann müssen die das Nummer 2 so quasi zweimal schlagen und dann das Doppel gewinnen. Jetzt sind sämtliche Partien offen, das gibt uns schon ein bisschen mehr Luft. Wünschen wir viel Glück. Danke vielmals.